Ja. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin wieder zurück und mit neuer Frise auch, wie ihr seht. Nochmal eben schnell zum Friseur, Friseurin meines Vertrauens gegangen und hab mir gedacht, ach, mach mal heute ein bisschen wuscheliger. Es geht weiter, liebe Leute. Gut, dass ihr eingeschaltet habt in diesen verrückten Zeiten. Ja, wir haben bei Karim auch die Information gegeben, dass wir die Waren verteilt haben an die vier wichtigsten Männer in Ashdod. Und was machen wir jetzt? Gucken wir kurz ins Logiboggi. Also, Nemrosch habe ich mir jetzt so angedacht. Und zwar müsste ich nochmal ins große Wüstenlager der Orks gehen und mit Nemrosch sprechen und ihn fragen, wie weit er denn mit den Ausgrabungen ist. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. War das jetzt richtig? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Doch, das ist es. Richtige Zahl belegt und wusch. Habe ich mich jetzt umgezogen? Muss ich mich umziehen? Bin ich hier richtig? So. Okay. Schauen wir mal. Wo war der nochmal? Der war ja genau da, wo die Standarte ist. Da müsste er. Ja, er muss wieder reinrennen. Dann machen wir nochmal sicherheitshalber mal einen Rundumblick. Nicht so schnell, nicht so schnell. So, du bist Nemrosch, ne? Aus ein paar. Der Teufel mit den drei Federn. Altes Märchen. Okay, dann sprechen wir ihn an. Chuck Arosch schickt mich. Was sagst du da, Macher? Der große Schamane der Orks soll dich schicken? Wenn du mich anlügst, Macher, werde ich aus dir Hackfleisch machen, verstanden? Ich lüge nicht. Chuck Arosch schickt mich wirklich. Na gut. Was will er denn von mir, hä? Na was schon. Artefakte. Hast du bereits welche gefunden? Nein, Macher. Nichts Besonderes zumindest. Doch unten im Canyon wird es vielleicht welche geben. Was heißt hier vielleicht? Habt ihr etwa unten noch nicht alles durchsucht? Nein, zu viele Männer sind bereits gestorben. Orks wie Morrasklaven. Wieso? Unten lauert der Tod, Morra. Ihm kann keiner entgehen. Was ist denn da unten? Hörst du schlecht, Morra? In den Tiefen des Canyons lauert der Tod. Keiner meiner Männer ist mehr bereit, hinabzusteigen. Geh und sag das, Chuck Arosch. Der meint wohl den Canyon hier, da. Canyon oder das Loch, ne? Da hat man ja schon mal ein paar Folgen Ago nachgeguckt. Ich guck mal, was jetzt der Herr Nemrosch so genau wissen will, beziehungsweise ich habe mit Nemrosch gesprochen. Er glaubt, dass unten im Canyon Artefakte zu finden sind. Allerdings wurden bei dem Versuch, hinab in den Canyon zu gelangen, viele Orks und Sklaven getötet. Ich soll Chuck Arosch sagen, dass kein Ork mehr den Canyon betreten will. Dann werden wir das machen, nachdem ich gespeichert habe. So, mal gucken. Tempel von Ashdod. Das müsste die Nähe sein. Oh yeah. Chuck Arosch befindet sich. Okay, mal ein bisschen vorsichtig einrennen. Ich war noch gar nicht hier vor den Gebäuden, liebe Leute. Da muss ich nochmal gucken. So. Dann werden wir hier mal ganz schnell mal die Abkürzung machen. Er ist immer noch am Unkraut jäten. Ja. Ferdinand. Ja. So, gucken wir mal. Das müsste hier sein, wo die große Wappen hieß. Almanzor. Ach so, wo ist Chuck Arosch? Hier ist Krushok. Und da ist Chuck Arosch. Ich gehe mal nicht rein. Mach mal eher so Türschwellengeschäfte. Ich habe mit Nemrosch gesprochen. Und Mora, hat er die Artefakte mitgegeben? Nein, er hat keine. Aber unten in der Tiefe des Canyons soll es wohl welche geben. Hä? Ist das alles? Warum hat Nemrosch nicht den Canyon untersucht, hä? Nemrosch hat schon mehrere Leute verloren, die es gewagt hatten, hinabzusteigen. Er sagt, dass der Tod unten im Canyon lauert. Hä? Sagt Nemrosch, dass er ein Feigling ist. Was wird schon großartig im Canyon sein? Ein paar Sandcrawler vielleicht? Mehr auch nicht. Ich glaube aber nicht, dass Nemrosch seine Meinung ändern wird. Das macht nichts, Mora. Denn ein anderer wird in den Canyon hinabsteigen. So? Wer denn? Du. Ich? Wusste aber. Kein Aber. Und wage es nicht, ohne Artefakt wiederzukommen, Mora. Sonst werde ich dich töten. Sehr Angst. So, es gab zwei Einträge. Und zwar einmal Nemrosch.
Ich habe dem Ork-Schaman Shakarosh mitgeteilt, dass Nemrosh und seine Krieger Angst haben, in den Canyon hinabzusteigen. Ich soll Nemrosh sagen, dass er ein Feigling ist. Danach soll ich selber in den Canyon hinabsteigen. Das könnte gefährlich für mich werden. Nemrosh könnte mich nach dieser Beleidigung angreifen. Wenn ich aber ohne Artefakt und Hinweis über dieses zum Ork-Schaman zurückkehre, wird mich Shakarosh wohl töten. Das ist kein gutes Gefühl, ne? Dann bleibt mir wohl keine Wahl. Was mache ich? Da meine Mission noch nicht beendet ist, sollte ich zwar noch einen Kampf gegen die Orks vermeiden, sicherheitshalber aber vor meiner Suche im Canyon zu Mercurius gehen. Da hat man noch einen Eintrag gekriegt. Und ihm mitteilen, dass ich bereit bin, gegen die Orks vorzugehen. Vielleicht erfahre ich dann von ihm noch etwas, was wichtig sein könnte. Auch da muss ich mal die richtige Rune suchen. Wir können nur. So, Rune ist angelegt, aber noch nicht die richtige Klamotte. Ja. Okay, fetze ich mal hier irgendwie raus, suche ein bisschen Abstand und dann werden wir uns zum Nomadenlager teleportieren. Oh, hier hat's noch lustige Tiere, die man ebenso mal so fix, ne, auseinanderbuddeln kann. Oder besser gesagt, auseinanderhäckseln. Gucken. Okay, voll drauf hier. Oh, ich hab ein bisschen was an. Oh, ist noch ein Heinz da, der sich da anschleicht. Oh, weia. Da sind noch mehrere Heinze. Okay, der futtert erstmal da. Das könnte mir die Chance geben, dass ich was trinken kann, was ich jetzt machen will. So, auf geht's, Bestie. Na? Brauchst mir nicht helfen? Ich bin schon fertig. Aber ist er in der Nähe? Könnte mir... Na okay. Der wird mir nicht mehr gefährlich. Also leckere Nomadenrüstung, die Schwere anziehen. Und zum Lager der Nomaden. Beamen. Wieso bist du jetzt wieder unsichtbar? Habt ihr das gesehen? Kurz waren sie sichtbar, jetzt sind sie unsichtbar. Speichern. Schwupps, wieder sichtbar. So, Mercurius dürfte ja hier sein. Na, Manuel, singst du dein Lied? Mercurius. Hey. Ja, ich brauche noch unbedingt was. Und zwar werde ich... Aha, ich werde die Orks an ihren Zielen hindern. Habe ich jetzt alle Runensteine gefunden? Bestimmt noch nicht. Es sind da, glaube ich, 12 zu finden. Müsste ich nochmal ins Logbuch gucken, aber... Sagen wir ihm mal, dass ich die Orks hindern will. Ich werde die Orks an ihren Zielen hindern. Wie? Du willst verhindern, dass sie an das göttliche Artefakt kommen? Ja. Weißt du, um was es sich bei dem Artefakt handelt? Nun, so viel ich weiß, muss es sich um einen mächtigen Ring handeln, der die Mana-Kraft vergrößert. Und weißt du, wo sich das Artefakt befindet? Ich vermute es. Mitten in der Wüste wirst du auf die Ruinen einer großen Tempelstadt des alten Volkes stoßen. Diese Tempelstadt nannte man früher Tadmor, so wie auch das Tal von Ashtot ursprünglich das Tal von Tadmor war. Der Ring muss sich im Inneren des Tempels, in der großen Pyramide befinden. Allerdings haben die Orks nicht dort ihr Hauptlager aufgeschlagen, sondern bei dem großen Canyon. Dort versuchen sie, in das Innere des Canyons einzudringen. Aber das scheint nicht so einfach zu sein. Warum sind sie dort und nicht an der Pyramide? Ich vermute, dass es tief unten im Canyon einen Zugang zum Tempel geben muss. Den suchen wohl die Orks. Du musst unbedingt verhindern, dass sie in den Tempel gelangen. Wenn der Tempel von Tadmor geöffnet wird, geraten wir alle in eine große Gefahr. Das alte Volk hatte für ihre Tempel gewisse Schutzvorrichtungen gehabt. Ich befürchte sehr, dass die Toten, die den Tempel bewachen, erwachen könnten, wenn jemand versucht, dort einzudringen. Du musst dich daher sehr in Acht nehmen, wenn du in den Tempel gehst. Auf keinen Fall solltest du ihn betreten, wenn du den Gefahren nicht gewachsen bist. Oh. Zu welchem Gott hat eigentlich das alte Volk von Varant gebetet? Das alte Herrschervolk von Varant hat zu Innos gebetet. Du findest daher in Varant zum größten Teil Tempel, die Innos geweiht worden sind.
Allerdings zeugen die Ruinen von Tadmor davon, dass in diesem Teil von Varant überwiegend Adanos angebetet wurde. Im Tempel von Tadmor wurden zum Beispiel auch einige hohe Priester des alten Adanos-Kultes bestattet. Irgendwann aber geriet der Tadmor-Tempel unter den politischen Einfluss des alten Herrschervolkes von Varant. Doch während 4 Artefakte dem Tempel entnommen und fortan in verschiedenen Enos-Tempeln verwahrt wurden, blieb ein Artefakt allem Anschein nach im Tempel. Der Ring, den du vorhin erwähnt hast. Ja, der Ring. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass dieser auch den Tempel verlassen hat. Auch wohl nicht während der großen Flut, die das ganze Tal von Tadmor und damit auch den Tempel bedeckt hatte. Wie bitte? Eine Flut? Ja. Du weißt ja, dass dieses Tal durch eine Höhle mit der Küste verbunden ist. Damals kam es zu einer gewaltigen Flutwelle, die das Tal vollständig erfasste. Das alte Volk von Varant verließ daher größtenteils dieses Tal. Nur wenige blieben zurück. Das waren die Vorfahren von unserer und Alis Sippe. Doch leider blieben auch die Beli-Anhänger hier, die sich während der Flut in die Berge zurückgezogen hatten und nun ins Tal zurückkehrten und den Ort Ashtod und seinen Tempel erbauten. So. Aber ganz sicher bist du also nicht, ob der Ring noch im Tempel ist. Nein, wie könnte ich auch? Seit mehreren Jahrhunderten wurde der Tempel von keinem Menschen mehr betreten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er noch im Tempel ist, ist sehr groß, da eine alte Inschrift von einem Kleinod spricht, das im Tempel bewacht wird. Und diese Inschrift entstand einige Jahrzehnte nach der Herausnahme der anderen Artefakte. Das macht mich daher fast sicher, dass der Ring noch im Tempel ist, wenn er da ist. Dann darf er den Anhängern Belias auf keinen Fall in die Hände geraten. Dass diese hier in Ashtod ebenfalls einen mächtigen Tempel haben, habe ich dir bereits erzählt. In der Blütezeit des Belia-Tempels herrschte dort ein Schwarzmagier, der noch viel mächtiger als der alte Zuben war. Sein Name war Baal-Hanzar. Er war der hohe Priester und Herrführer des alten Belia-Volkes, der mit dem Volk von Varant Krieg führte. Eine finstere und unheimliche Gestalt. Er war ein grausamer und tückischer Herrscher. Und nur durch das Eingreifen eines göttlichen Helden konnte seine Herrschaft endlich beendet werden. Aber das sind alte Geschichten, mit denen ich dich nicht jetzt langweilen will. Uiuiuiuiuiuiui. Ich werde mal die Position ändern, weil die Schafe und Ziegen mich da so ein bisschen nerven. Von der Geräuschkulisse her. Also, nochmal. Was muss ich denn tun, um in den Tempel zu gelangen? Hier in der Nähe gibt es eine alte Höhle, die irgendwie mit dem Tempel in Verbindung stehen muss. Vielleicht können wir dort irgendetwas in Erfahrung bringen, was uns weiterhelfen wird. Wo ist diese Höhle? Diese Höhle befindet sich oberhalb des kleinen Sees, der sich unten im Tal befindet. In dem Inneren der Höhle befindet sich die Quelle, die den See mit Wasser speist. Daher wird diese Höhle von uns die Quellhöhle genannt. Sei aber vorsichtig, wenn du dich der Höhle näherst. In letzter Zeit haben wir furchteinflößende Geräusche aus der Höhle gehört. Irgendein Wesen muss in der Höhle der Quelle sein. Ein Wesen, das unsere Männer hier nicht kennen. Ein Wesen, das keiner kennt? Wieso? Hat sich denn keiner getraut, mal nachzusehen? Doch, natürlich. 2 Männer von unserer Sippe sind vor einigen Wochen in die Höhle gegangen. Aber sie kamen nicht wieder zurück. Deshalb rate ich dir, sehr vorsichtig zu sein. Wenn du allerdings in der Höhle nichts findest, was uns weiterhelfen kann, solltest du die Ruinen der Tempelstadt aufsuchen. Das alte Volk hat auf alten Steintafeln sein gesamtes Wissen hinterlassen. Manche von diesen Steintafeln erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Andere hingegen könnten uns vielleicht etwas über die Geschichte des Tempels mitteilen. Glücklicherweise habe ich mich schon in frühester Zeit mit der Sprache des alten Volkes beschäftigt. Ich kann dir daher alles übersetzen. Wenn du es willst. Nur muss ich dir leider sagen, dass meine Augen nicht mehr so gut sind. Es kann daher sein, dass du mehrere Tage auf die Übersetzung warten musst.
Ich habe doch eine Brille auf, die kann ich dir leihen. Ja, nee, hab ich jetzt alle Runenschläge, kannst du mich heilen, handeln? Ja, ich müsste mal handeln, aber erstmal abspeichern nach so einer langen Geschichte. Merkurius, was kannst du mir denn noch Erfrischendes mir deine Ware geben? Jep, wie viel Gold haben wir denn? Nicht mehr so viel, aber ich kann ja auch so ein paar überflüssige Tränke an ihn verkaufen, denke ich mal. Wie zum Beispiel irgendwas hier mit Trank der Geschwindigkeit. Den Ring haben wir dazu. Ich überspringe das, rüste mein Inventar auf und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, mich ein bisschen aufgerüstet. Und mal Zwischenfrage wegen der Runensteine. Habe ich jetzt alle Runensteine gefunden? Nein, hast du nicht. Lass mal sehen. Soweit ich das sehe, wird dir noch die eine oder andere Rune fehlen. Yep. Okidoki, gucken wir mal ins Logbuch. Das göttliche Artefakt. Das könnt ihr im Pausemodus mal, ich lese das jetzt nicht vor. Ja, wichtige Essenz von diesem Logbucheintrag ist, dass es sehr wichtig sein würde, aber ich sollte die Aufgabe zurückstellen und ich erstmal in den Tempel von Ashdod mich begeben und da auch gewesen sein, bevor ich das weitermache. Das werden wir dann auch wohl machen. Wo ist der Tempel von Ashdod? Der ist natürlich wieder mit dieser Mumie, mit dieser Rune zu tun. Aber Leute, ist klar, wir müssen erstmal hier wieder Abstand wahren. Ah, Abstand wahren. Ah, kann es nicht mehr hören. Das ist ja interessant. Herrlich. So, dann heißt es erstmal wieder umziehen und dort wieder zurück. Dann werde ich doch noch mal gucken, was ist der Tempel? Ist das dieser hier? Gucken wir mal. Weil da steht ja einer davor, also im Eingang da. Ich habe vergessen, was zu kochen, glaube ich. Ach, da hinten ist noch so ein Feuerteufel. Machen wir den fertig? Ich glaube, den machen wir fertig. Und zwar im schleichenden Modus, weil ja der Feuerteufel schläft. Er schläft. Er schläft noch. Noch schläft er. Yep. Okay. Das ist lustig. Hinten an seinem Hinterteil brennt's. Tja, braucht er irgendwie eine Salbe oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, sorry. Solche. Feuerteufel. 1, 2, 3. Das Teufelskeilerei. Ich wollte doch zur Seite. Achso, ich bin auch im Schleichmodus. Mist! Das könnte mein Leben ganz ordentlich einschränken hier. Okay. Gut. Nichts zu holen. Hier ist nichts zu holen. Und dann gehen wir mal hier in diese Nähe. Und gucken mal, wer hier so bewacht. Da steht nämlich einer davor. Aber erstmal ein bisschen stärken. Ja, dann mal gucken, was denn der Herr hier sagt. Tempelwächter. Mhm. Ich möchte in den Tempel. Ja, was denn auch sonst? Hallo, ich möchte in den Tempel. So möchtest du. Aber ohne Almansors Erlaubnis kommst du nicht hinein. Wie bekomme ich seine Erlaubnis? Das musst du ihn schon selber fragen. Wenn er überhaupt mit dir sprechen will. Ach ja, der Herr Almansor. Nochmal gucken. Nee, gibt's nichts. Der Herr Almansor ist ja in seinem Bunker. Nein, also der dürfte sein bei, wenn ich das eben nochmal richtig nachvollzogen habe, der dürfte ja bei Jacques Arroche mit im Zimmer in der WG sein. Jupp.
der das hier? Das ist der ja. Wusste ich's doch. So, keiner sauer auf mich, Herr Almansor, Herr Almansor. Es ist unmöglich, seiner Spruchrolle zu stehlen. Da kommen wir also nicht weiter. Zugang zum Tempel. Die Wache lässt mich nicht in den Tempel. Ich muss Almansor fragen, ob er mir die Erlaubnis gibt. Ich glaube aber noch nicht, dass dieser so ohne weiteres zu sprechen ist. Vielleicht sollte ich mit Alvarez sprechen. Alvarez. Gut, sprechen wir mal mit Alvarez. Überleg. Okay, ich habe ein bisschen suchen müssen, natürlich wie immer, und habe mir folgenden Punkt gemerkt. Der muss irgendwo hier irgendwo sein, bei einem Laden, und zwar hier. Der Alvarez, der ist aber hier nicht drinne. Aber ich kann doch hier was klauen, sogar Eintöpfe, cool, mache ich mal eben. Ja, dann kann es losgehen, ne? Also, weil Alvarez war ja vorher hier drin, ne? Nachdem ich gesucht habe, verging so ein bisschen die Zeit und dann habe ich ihn hier drin gefunden. Ja, das ist es auch. Wenn man eben mit den Leuten nicht so viel zu tun hat, dann prägt sich das nicht so bei mir ein. Ne? Also, wie schon gesagt, man macht auch ein paar Mal Notizen. Ach, übrigens, danke noch für eure guten Einträge. Laborwasserflasche. Und unbrauchbarer Runenstein. Tja, die kann man bestimmt nur verkloppen. Okay, dann will ich mal gucken, ob wir hier an diese Truhe ran können. Der könnte mich eventuell erwischen, aber ich glaube, hoffen wir mal auf seine Kurzsichtigkeit. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, dann können wir weiter suchen nach Alvarez, der sich jetzt hier nicht... Da ist er doch, komm. Oh, Leute, das ist knapp gewesen. So, schaut doch mal an. Versucht zu studieren, oder nicht? Komm, Alvarez, sag mir was, gib mir was, gib mir einen Tipp. Was muss ich tun, damit Almansor mit mir spricht? Was muss ich tun, damit Almansor mit mir spricht? Wieso? Ist es denn so wichtig, dass du den großen Magier störst? Ja, denn ich will in den Tempel. Ach, das ist es. Ja, in diesem Fall musst du mit Almansor sprechen. Was muss ich tun, damit er mir überhaupt zuhört? Das geschieht erst, wenn du für ihn kein Unbekannter mehr bist. Geh zu den Einwohnern von Ashdod. Vielleicht kannst du ja für den einen oder anderen was erledigen. Wenn dich genügend Leute empfehlen können, wird der große Magier bereit sein, mit dir zu sprechen. Noch was? Hast du irgendeine Arbeit für mich? Wir warten schon sehr lange auf den Händler Harun. Er wollte uns Waren verkaufen, ist aber schon lange überfällig. Hast du eine Idee, wo ich ihn finden könnte? Harun ist ein Händler aus der Stadt Ugar. Er kommt also vom Gebirge herab in unser Tal. Die letzte Nachricht, die wir von ihm erhielten, war, dass seine Karawane die untere Wüste bereits erreicht hat. Das ist immer noch ein ziemlich großes Gebiet. Wie soll ich ihn da finden? Nun, wahrscheinlich hält er sich in der Nähe der Berge auf. Das ist nicht so gefährlich, wie wenn er mitten durch die Wüste zieht. Sein Lager besteht aus 3 Zelten. Außerdem hat er einige Assassinen zur Bewachung mit. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Oh, Harun. Ach ja. Tartaron wartet schon länger auf ein Buch. Ja, natürlich. Das weiß ich noch. Tartaron wartet schon länger auf ein Buch, das Almansor ihm schicken wollte. Wirklich? Soviel ich verstanden hatte, wollte er jemanden schicken, der das Buch abholt. Ja, nur. Aber egal, hier hast du es. Ach, sehr schön. Was gibt's weiter? Wie ist mein Ruf in Ashdod? Gucken wir mal, machen wir mal eine Frage. Wie ist mein Ruf in Ashdod? Nun mal sehen. Selim sagt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Zwölf denkt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Du hast es geschafft, dass die Diebstähle bei ihm aufhören. Nur weiter so. Dann wirst du Almansor bald sprechen können. Du bist der Champion der Arena von Ashdod. Gratuliere. Viele Orks und viele unserer Krieger haben den größten Respekt vor dir. Viele Leute warten auf Waren von Harun. Wolltest du sie nicht besorgen? Erst wenn du alles erledigt hast, können sie sagen, ob sie mit dir zufrieden waren. Viele Einwohner meinen mittlerweile, dass man dir vertrauen kann. Obwohl viele meinen, dass es viel zu früh ist, dich zu Almansor zu schicken. Du wirst zwar schon von einigen der Männer respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Du wirst wohl noch mehr tun müssen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Viele meinen, du bist toll, viele meinen, du bist nicht so toll. Dass man dir vertrauen kann oder auch nicht. Gucken wir mal ins Loggy-Boggy.
Geschäfte in Ashdod. Da muss ich den Harun suchen, der in Ashdod wird von mehreren Assassinen begleitet und hält sich in der unteren Wüste auf. Sein Lager besteht aus 3 Zelten. Er wird wahrscheinlich hart am Gebirge sein Lager errichtet haben. Audienz bei Almansur. Ich habe Alvarez gesagt. Aber da muss ich erstmal ein paar Empfehlungen einholen und ein paar Sachen erledigen für die Leute. Das göttliche Artefakt, das hatten wir schon gehabt, aber ich war dann noch irgendwie, das müsste es sein. Nicht so ganz sicher, was es ist. Und zwar habe ich das vergessen, auch euch zu zeigen. Es wird am besten sein, wenn ich die Orks und Assassinen in Nemroshs Lager und die Orks in der Pyramide irgendwann beseitige. Sobald ich das erledigt habe, sollte ich nochmal mit Mercurius sprechen. Ich sollte aber erst gegen die Orks vorgehen, wenn meine Mission in Varant beendet ist. Auf keinen Fall vorher. So, das hatten wir ja schon irgendwie, glaube ich, durchgesprochen. Jetzt gilt es, Harun zu suchen. Irgendwo in der Wüste von 3 Zelten umringt. Wo könnte das wohl sein? Meine Meinung will ja keiner hören. Irgendwo in der Wüste von 3 Zelten umringt. Ich hab was anderes gehört. Tja, das kann überall und nirgendwo sein. Da werde ich wohl mal suchen müssen und melde mich dann wieder, wenn ich ihn gefunden habe. So, ich glaube, der Harun ist irgendwie, assoziiere ich da was mit Uga. Ist das richtig? Ja. Also irgendwas mit Uga, aber nicht in Uga, sondern außerhalb von Uga. Eventuell, das ist ja noch, also ich habe gelesen, unterhalb von Uga. Das habe ich mir nochmal zu Gemüte geführt. Unterhalb von Uga. 3 Zelte, gucke ich erstmal nach. Wo könnte das sein? Unterhalb von Uga, 3 Zelte. Ich melde mich nochmal auf jeden Fall. Ne? Aber jedenfalls, so müsste das sein. Ja, liebe Leute, jetzt bin ich also ziemlich weit unterhalb von Uga und gehe mal immer noch weiter runter. Vielleicht bin ich ja auf dem richtigen Wege oder auf dem völligen Steinweg. Das müsste eigentlich heißen Holzweg, aber das hier ist ein steiniger Weg, den es hier an der Felswand runter zu gehen hat. So. Entweder gehe ich jetzt hier mal lang oder ich gehe hier geradeaus. Ich mache jetzt mal hier den Geradeausweg. Und irgendwas scheint passieren. Ja. Immer wenn er so ein bisschen zuckelt, dann weiß ich, jetzt wird was passieren. Oh, weia. Ich mal umgezogen, hier die schwere Nomadenrüstung und meinen. Und meinen Ring wieder vergessen an- und abzulegen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, da ist er. Gut, mal gucken, ob er jetzt hier diesen Heinz, der bestimmt gleich auf uns zurennen wird. Das ist noch eine. Ach du liebes bisschen. Wie sieht's mit der Zeit aus? Nicht mehr so pralle. Okay. Dann werden wir die aber noch erledigen hier. Ich hoffe, dass das fix geht. Genau, ging hier schon mal an der Stelle fix. Einen Wüstenstein-Golem. Yep. Das ist der Beweis dafür, dass ich hier noch nicht war. So. Komm. Siehst du mich? Hältst doch mal Ausschau. Ja, jetzt. Okay. Zack. Erledigt. So einfach ist das. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Wo sind wir denn jetzt? Hier gibt es so Bergkristalle. Okay, an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir fleißig Kommentare. Und gebt mir auch einen schönen Daumen. Und dann gucken wir mal weiter in der nächsten Folge, wo Harun sich ausruht. Ciao.